Unser heutiger Gast hat eine ganz besondere Geschichte mit Gott erlebt und dadurch immer wieder gesehen, dass unser Gott auch heute noch lebendig ist. Er ist in Siebenbürgen aufgewachsen, ist mit 18 Jahren nach Deutschland geflohen, hat hier dann Theologie studiert und war 40 Jahre als Prediger tätig und wir freuen uns heute auf seine Geschichte. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gott erlebt. Ja, heute haben wir bei uns Erhard Biro. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, um heute uns deine Geschichte zu erzählen. Dankeschön. Ja, wo hat die Geschichte oder wo hat eigentlich die Erfahrung mit Gott bei dir eigentlich begonnen? Meine Geschichte mit Gott beginnt vor meiner Geburt. Also im Nachhinein kann ich das so feststellen. Denn Gott hat mir Eltern geschenkt, die, bevor ich überhaupt auf diese Welt kam, mich Gott geweiht haben, für mich gebetet haben. Und das empfinde ich als ein besonderes Geschenk und als einen besonders guten Start fürs Leben. Das stimmt. Du bist ja in einem Land groß geworden, wo es einige Unterdrückungen gab, gerade auch für Menschen, die gläubig sind. Wie hast du das empfunden in deinen jungen Jahren, als du jünger warst? Schon in sehr jungen Jahren habe ich das sehr bewusst wahrgenommen. Der Hintergrund ist, meine Mutter hat als Deutschstämmige nach Ende des Zweiten Weltkrieges eine Verschleppung erlebt nach Russland, war fast 4 Jahre dort in einem Arbeitslager und ist wie durch ein Wunder dem Ganzen entkommen. Mein Vater selbst war ebenfalls in Zwangsarbeit in einem Bergwerk um des Glaubens willen ganz besonders benachteiligt. Und somit waren meine Eltern vorgeprägt und haben sehr oft über diese Erlebnisse gesprochen, sich erinnert. Und wir als Kinder haben das von klein auf sozusagen mitbekommen. Und wie war das für dich? Ich hatte eine sehr tiefe Beziehung zu meinen Eltern oder habe sie noch. Und ich empfand es als schwierig, einerseits das nachzuvollziehen, andererseits war die Umgebung so, dass wir wussten, als Christen, als Siebenten-Tags-Adventisten werden wir beobachtet und sind auch gefährdet. Wir waren in Rumänien zu dieser Zeit, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, geduldet. Und das bedeutete, dass mein Vater zum Beispiel als junger Pastor nicht selten vom Geheimdienst abgeholt wurde, verhört wurde und wir wussten nicht, ob er zurückkommt. Ich kann mich an eine Szene erinnern, meine Schwester und ich waren klein, spielten im Hof und plötzlich tauchten 2 Männer auf. Wir grüßten ihnen, aber sie erwiderten keinen Gruß. Es fror uns sozusagen, wir spürten die Gefahr. Sie gingen die Treppen hoch. Und nur kurze Zeit später begleiteten sie meinen Vater heraus zu einem Verhör. Und den Blick meines Vaters werde ich nicht vergessen. Er schaute uns so liebevoll an. Wir wussten es damals nicht genau, aber im Nachhinein weiß ich, es hätte das letzte Mal sein können. Damals verschwanden die Menschen ohne einen ordentlichen Prozess. Und weg war er, er ging noch an uns vorüber und hat jedem von uns über den Kopf gestreichelt und schaute uns so persönlich an. In diesem Blick war so viel Liebe drin. Und als sie weg waren, kam meine Mutter, rief uns hinein und sagte, Kinder, wir müssen für Papa beten. Und dann knieten wir in der Wohnküche. Ich kann mich noch an diesen hellgrünen Linoleumboden erinnern. Wir knieten da ganz hilflos. Und meine Mutter fing an zu beten und so innig und so persönlich und hat so viel dabei geweint, dass ich weiß, noch als kleiner Junge habe ich gemerkt, wie dieser Linoleumboden ganz nass wurde von ihren Tränen. Gott sei Dank ist mein Papa immer wieder zurückgekommen. Und später, als ich dann älter war und ihn gefragt habe, wie hast du als Christ diese Verhöre überlebt. Welche Technik hast du angewandt? Du durftest ja niemanden verraten. Und er sagte, weißt du, mein Junge, lügen darf man nicht. Denn wer lügt,
wird nach 3 bis 4 Stunden nicht mehr wissen, was er gesagt hat, wenn er so fertig ist. Mhm. Wenn man bei der Wahrheit bleibt, dann kann man sich erinnern, was man gesagt hat. Und dann fragte ich, und wie bist du da durchgekommen? Und er sagte, er hat gebetet, er hat eigentlich gar keine Angst verspürt. Gott hat ihm die Kraft gegeben in dieser Zeit. Und er sagte, seine Taktik war, dass er Fragen gestellt hat. Dumme Fragen. Als wüsste er das nicht, worum es geht. Mhm. Und hat sie dadurch quasi in die Irre geführt. Und sie haben manchmal vor ihm ganz ungeniert gelacht und ihn ausgelacht. Wie kann jemand Pastor sein und so wenig Ahnung haben? Und das war sozusagen sein Vorgehen. Das klingt richtig lustig. Aber das Erste, wo er nicht denken musste, war auch, als du erzählt hast, dass er dann auch so Fragen gestellt hat, beziehungsweise vielleicht auch so Gegenfragen. Das hat ja Jesus auch gemacht. Also das wissen wir auch in der Bibel, dass Jesus ja auch ganz oft Fragen mit Gegenfragen beantwortet hat. Ja, es gefiel ihnen sicherlich nicht, weil sie immer betonten, sie stellen die Fragen. Mhm. Aber die Fragen, die er dann gestellt hat, sollten eigentlich irreführen, indem er Fragen gestellt hat, aus denen sie ableiten mussten, dass er keine Ahnung hat. Okay. Das heißt, du bist quasi zum einen natürlich in den Glauben hineingeboren, aber zum anderen hast du auch aus Erfahrungen gelebt, die deine Eltern und deine Familie gemacht haben. Ja, und ein anderes Standbein war für mich die Gemeinde. Als Kind habe ich die Gemeinde als mein Zuhause erlebt. Draußen war die wirklich feindliche Umwelt, die bedrohend war. Und andererseits war die Gemeinde bestehend aus Menschen, die ähnliche Ängste hatten wie wir. Und wenn wir zusammen waren, dann war jeder Gottesdienst auch eine besondere persönliche Beziehung, Begegnung miteinander. Mhm. Ja, und da gibt es ja auch so Szenen. Mein Vater hat zum Beispiel aus einem Buch in einer Predigt zitiert, ein Buch, das nach 1960 im Westen erschienen ist, das Buch von George Vandeman, Planet in Aufruhr. Das war damals neu und es wurde heimlich ins Land geschmuggelt, heimlich übersetzt, heimlich vervielfältigt mit Maschinen, mit Schreibmaschine. Und er hat aus diesem Buch zitiert am Samstag, am Sabbatmorgen. Und am Montagmorgen war der Geheimdienst, die Securitate bei uns. Ohne Anmeldung. Und sie sagten, wir haben hier eine Hausdurchsuchung. Das ging schnell. Und ich war erschüttert. Und mein Vater hat geistesgegenwärtig reagiert. Und er sagte, meine Herren, ich könnte Ihnen Ihre Arbeit erleichtern. Ich vermute zu wissen, was Sie suchen. Und sie schauten ihn an und er ging hin zu seinem Bücherregal und hat dieses Buch von Vandeman, also diese Kopie, die illegal war, in die Hand genommen, ihnen überreicht. Sie schauten es an, guckten ihn vielsagend an und zogen ab. Und als sie weg waren, habe ich gesagt, Papa, was hast du gemacht? Ich war 6 Jahre alt oder so. Ja, ja. Was hast du gemacht? Du hast dieses gute Buch weggegeben. Und mein Vater sagte, weißt du, damit habe ich viele andere Bücher gerettet. Das sind so Momente, Erinnerungen, die mir deutlich machen, Gemeinde und Elternhaus waren die Hauptbedeutung für mich, aber auch die täglichen persönlichen Kinderandachten, die meine Mutter mit uns hielt, die uns sehr zu Herzen gingen. Sie hat mit uns Lieder gelernt, sie hat uns die biblischen Geschichten liebevoll erzählt. Ja, und wir waren noch eine sehr gastfreundliche Pastorenfamilie, jeden Tag offen für Gäste aus der Gemeinde. Und so hatte ich eine sehr, zwar bedrohte, aber sehr schöne Kindheit, auch mit Gott. Das klingt richtig schön. Die Frage hatte ich mich nämlich auch gestellt, die hast du jetzt schon so eigentlich beantwortet. Wie hast du deine Kindheit eigentlich mit Gott so erlebt? Also gerade wenn du siehst, dass deine Eltern, besonders dein Vater, immer wieder eben in Probleme geraten ist, wofür er gar nicht eigentlich wirklich was konnte oder was jetzt keine richtigen Probleme darstellten. Hattest du da schon als Kind wirklich dieses feste Vertrauen in Gott, okay, ich weiß gerade nicht, was los ist, aber er wird sich dann schon darum kümmern? Als Kind hatte ich einen sehr kindlichen, aber einfachen und tatsächlich vertrauensvollen
Glauben. Ich habe gehofft und habe dafür gebetet und habe vertraut. Es ging ja meistens gut aus. Es ging ja meistens gut aus. Aber der Ernst des Lebens hat mich getroffen am 15. September 1962, am Tag meiner Einschulung. Denn damit begann der Ernst des Lebens für mich. Es bedeutete, ich gehe in diese Welt hinaus, ich werde am Samstag nicht zum Unterricht gehen. Und der Tag meiner Einschulung war ein Samstag. Oh, das ist natürlich besonders blöd. Und an diesem Tag habe ich meinen Vater zum ersten Mal weinen sehen. Als erwachsenen Mann. Er schaute mich an. Und es war die Zeit, in der man Eltern die Kinder weggenommen hat. Und sie in Heime gesteckt hat oder in andere Familien. Wenn man erfahren hat, dass die Eltern die Kinder dazu anleiten, am Samstag nicht zur Schule zu gehen. Und er sagte mir an diesem Tag, mein Junge, du weißt alles. Ich darf es dir nicht sagen. Entscheide du es. Und das hat mich völlig überrascht, weil es für mich selbstverständlich war, dass ich das nicht tun würde. Aber dann kam der Montag. Und dann wurde ich an den Pranger gestellt, weil ich am Samstag, am Tag meiner Einschulung, nicht dabei war. Zum Glück, und das war auch eine göttliche Fügung, hatten wir einen Grundschullehrer, der in seinem Herzen kein überzeugter Nachfolger des kommunistischen Systems war. Er hat meine Eltern aufgesucht, sie haben ihm erklärt, worum es geht. Er sagte, ab und zu muss ich ihren Sohn öffentlich zurechtweisen. Es wird notwendig sein, aber sie wissen, warum ich das mache. Und diese Zurechtweisungen montags fielen milde aus. War das auch so die Zeit, wo du quasi begonnen hast, deine eigenen Erfahrungen mit Gott zu machen? Ja, tatsächlich. Ich habe diese Zeit erlebt als eine von Gott geleitete, behütete Zeit. Aber dann kam die 5. Klasse und damit auch viele unterschiedliche Lehrer. Den guten Grundschullehrer hatten wir dann nicht mehr. Und dann wurde ich von manchen Lehrern wirklich verspottet. Und ab diesem Zeitpunkt fing es in mir an zu arbeiten. Ich wollte nicht ein Außenseiter sein. Es hat mir wehgetan, nicht akzeptiert zu werden. Ich habe es schon sehr bald begriffen, es geht um Bildung, es geht um Vorankommen. Und es sträubte sich alles in mir, ein Leben lang so unter einem solchen Druck zu leben. Dann kamen kleine und größere Zugeständnisse. Und als ich dann so über 10 Jahre alt war und in die Pubertät kam, entfernte ich mich unmerklich in kleinsten Schritten von Gott. Obwohl ich die optimalsten Bedingungen hatte. Liebevolle Fürsorge, geistliches Leben, Echtheit. Aber jeder Mensch muss seinen Weg finden. Und das kulminierte dann, als ich dann in der 9. Klasse war, darin, dass ich dann eine Entscheidung treffen musste. Und wie sah diese Entscheidung aus? Ja, es war so, dass ich vorher schon anfing, einige Dinge so als pubertärer Junge heimlich zu tun, ab und zu mal eine zu rauchen, Schule zu schwänzen, mit Freunden ins Kino zu gehen, meinen Eltern nicht gerade die Wahrheit zu sagen. Und das Schlimmste war, dass meine Eltern sowas bei mir nicht mal vermutet haben. Das hat mir wehgetan. Wenn ich nach Rauch gerochen habe, hat meine Mutter gesagt, du armer Junge, du musst dort stehen, wo die anderen rauchen. Hätte sie bloß mich nur verdächtigt, aber sie hatten so eine hohe Meinung von mir. Und ich empfand mich als einen Heuchler. Und dann kam dieser Tag, Ende der 9. Klasse, als dann die Klassenlehrerin zu mir kam. Sie mochte mich, weil ich Literatur mochte. Und wir haben uns gut verstanden. Aber sie war die Frau eines Geheimdienstoffiziers. Und sie sagte in der großen Pause, dieses Gespräch findet nicht statt. Hinterher darfst du dich nicht mehr auf mich berufen. Weil du am Samstag nie zur Schule kommst, hat man vor, dich aus der Schule zu werfen, aber so, dass du in keiner Schule in Rumänien aufgenommen wirst,
damit du dein Abitur machen kannst. Das ist fies. Und sie sagte mir, ich weiß, dass du gerne weiter studieren möchtest. Ich hatte damals den Wunsch, Medizin zu studieren später. Ich war auch von Naturwissenschaften fasziniert und auch von der Evolutionstheorie. Und ich war zunehmend auch vom Marxismus fasziniert. Von diesem Grundgedanken der Gerechtigkeit, der sozialen Gerechtigkeit. Mhm. Es gab sogar so eine Phase, in der ich dachte, es wäre schön, wenn es keinen Gott gäbe, dann müsste man niemandem Rechenschaft geben. Ich könnte machen, was ich will. Ich wäre frei zu tun, was ich will. Mhm. Ich habe in dieser Phase Gott nicht als hilfreich empfunden. Und an diesem Tag hat sie gesagt, entscheide dich. Und dann kamen die 5 wichtigsten Minuten meines Lebens. Es war die große Pause. Und draußen um mich herum eine große, vielleicht 1000, 1200 Schüler, ein großer Geräuschpegel. Und mein erster Gedanke war, ich gehe nach Hause, ich werde meinen Eltern reinen Wein einschenken. Ich werde sagen, ich respektiere euch und euren Glauben, aber ich will kein Außenseiter sein. Ich will Abitur machen, ich möchte Medizin studieren und ich will kein Heuchler sein. Und in diesem Augenblick hörte ich so etwas wie eine Stimme in mir, die mir gesagt hat, du willst ja nur das glauben, was bewiesen ist. Woher weißt du, dass es diesen Gott nicht doch gibt? Und ich habe mich gegen diese Stimme gewehrt und habe fast laut gesagt, das ist nur mein anerzogenes Gewissen, das sich jetzt meldet. Mhm. Aber die andere Stimme sagte mir, du machst das dir sehr bequem. Und dann wurde es zu einem Dialog. Und in diesem Dialog habe ich dann gesagt, aber wie soll ich herausfinden, ob es diesen Gott gibt? Das kann man gar nicht. Du machst es dir zu einfach. Und das, obwohl du eigentlich schon viele Erfahrungen mit Gott gemacht hast. Ja, oder? Aber die wurden überschattet von einem schlechten Gewissen, von Zugeständnissen und von einer stufenweise unmerklichen Entfremdung von Gott. Mhm. Außen habe ich die Fassade bewahrt, weil ich nicht wollte, dass man mich zutextet. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, aber was soll ich machen? Diese Stimme sagte mir, was, wenn es diesen Gott doch gibt und du hast alle Chancen gehabt und du hast sie nicht genutzt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich will aber für mich herausfinden, ob es diesen Gott wirklich gibt, ohne dass ich sie in einem Buch lese und ohne dass mir jemand das erzählt. Also so richtig ganz jetzt, konkret für mich persönlich diesen Gott erleben, ob es ihn wirklich gibt. Mhm. Ja, aber dann werde ich ins Leere greifen. Und dann kam die nächste Stimme, es macht nichts. Es ist ein wissenschaftliches Experiment. Wenn ich ihn nicht finde, obwohl ich ihn aufrichtig gesucht habe, und es ihn doch gibt, dann darf er mich am Schluss nicht verurteilen. Denn ich habe ihn ehrlich gesucht und nicht gefunden. Und dann kam mir ein Gedanke, eine Lösung. Und die Lösung lautete, ich werde den Behörden zuvorkommen. Und ich ging zum Direktor. Ach so, jetzt auf die Sache bezogen. Auf das, dass ich aus der Schule rausgeworfen werde. Und ich bin da hinein gleich und habe gesagt, ich möchte zum Ende des Schuljahres diese Schule verlassen. Mhm. Und die Sekretärin sagte mir, Moment mal. Und dann hat sie es dem Direktor gemeldet und er war so eine absolute Respektperson, vor dem jeder Angst hatte. Mhm. Und er kam raus und schaute mich ganz streng an, was willst du und warum? Und ich habe ängstlich, aber höflich gesagt, dass ich raus will. Und er schaute mich lange an. Und dann sagte er etwas, was ganz riskant war für ihn. Er sagte, es geht doch niemandem was an, was du denkst. Also wow. Mit anderen Worten, du kannst doch heimlich glauben, aber geh öffentlich so den Weg, als würdest du es nicht tun. Das war übersetzt. Mhm. Er war wohlwollend und er sagt, du hast doch gute Noten und du solltest dein Leben nicht verbauen. Und ich sagte, Genosse Direktor, ich bedanke mich. Es ist sehr nett von Ihnen, aber ich habe mich entschlossen. Er schaute mich lange an und sagte, dann wünsche ich dir alles Gute und ich habe dann meine Akten bekommen. Mhm. Mein Plan war, es gab eine Schule,
in der es keinen Samstagunterricht gab. Das war die Abendschule, in der Arbeiter und Leute auf dem zweiten Bildungsweg Abitur machten. Und ich durfte in dieser Schule, jeder, das war ein Entgegenkommen dieser Schicht der Gesellschaft gegenüber, durfte man 119 Schulstunden im Jahr fehlen. Und ich habe das hochgerechnet. Es würde reichen, wenn ich in der Winterzeit, wenn der Sabbat, der Sonnenuntergang früh ist und ich dann einfach Freitagabend auch keine Schule besuche, dann würde ich es gerade so hinbekommen mit dem Schuljahr. Denn ich wusste, ich muss Zeit gewinnen. Mir ging es darum, ich will herausfinden, vielleicht dauert es nur kurz und ich werde wieder in die Tagesschule gehen. Ich ging nach Hause und habe meinen Eltern nichts von meinem Kampf erzählt. Nur, dass ich aus der Schule geworfen werden soll und deshalb ihnen zuvorgekommen bin. Und dann kam das Schlimmste. Sie feierten mich wie einen Glaubenshelden, als hätte ich das alles aus Vertrauen zu Gott getan. Und ich wollte sie nicht aufklären, damit ich in Ruhe gelassen werde. Und wie hast du dich dann in dem Moment gefühlt? Sehr schlecht. Kann ich mir gut vorstellen. Sehr schlecht. Weil das war ja nicht deine Intention. Nein, es war nur meine Intention, um jeden Preis Zeit zu gewinnen, damit ich für mich diese Frage kläre. Und dann musste ich eine Arbeit finden, denn ohne eine Beschäftigung haben sie mich nicht in der Abendschule aufgenommen. Ich landete dann in einer Schuhfabrik als Hilfsarbeiter und bin dann mit meinem klapprigen Fahrrad morgens 10 Kilometer zur Fabrik gefahren. Es war ein völlig anderes Leben. Ich habe vorher eine Fabrik von innen noch nie gesehen. Und unterwegs habe ich dann daran gedacht, jetzt suche ich Gott. Und ich habe dann gerufen. Ich habe nicht gebetet, aber ich habe gerufen. Siehst du mich, diesen Verrückten? Kannst du mich begreifen? Gibt es dich wirklich? Oder bist du nur eine Einbildung? Es geschah kein Wunder. Kein Blitz ist runtergefahren, niemand ist mir erschienen, ich bin weiter geradelt, kam in die Arbeit und habe dort eine Situation vorgefunden, die mir überhaupt nicht schön war. Das waren schlechte Arbeitsbedingungen, schlecht bezahlt. Die Leute hatten eine Sprache miteinander, die war unteres Niveau. Und ich musste dann schnell aus der Arbeit nach Hause fahren und ganz schnell duschen und schnell in die Abendschule. Und wenn ich spät abends von dort zurückkam und ins Bett fiel, dann war im nächsten Augenblick morgen. Denn mein Wecker klingelte und ich empfand, es war eine Sekunde der Nacht. Das kennt man, glaube ich, richtig gut. Das ist immer so. Und dann denkt man schon, oh, ich habe gar nicht lange geschlafen und schon ist es morgen. Und dann geschah es bei einer dieser Experimente. Ich dachte manchmal, die Leute denken, ich habe den Verstand verloren, weil ich alleine Gespräche führe, während ich auf dem Rad fahre. Aber ich sagte mir, nein, das ist ein Experiment. Und ich habe während dieser Fahrten aber auch meinen Stress erzählt, den ich in der Arbeit hatte. Und einige Wochen später, 2, 3 Wochen später, sagt mir ein Arbeiter, ich soll zum Chef. Und das war meistens kein gutes Zeichen. Ich bin dann hin. Er konnte mir von jetzt auf nachher die Papiere in die Hand legen. Und er sagt, er schaut mich an und sagt, ab sofort bist du versetzt aus dieser Abteilung, geh in jene Abteilung. Und diese andere Abteilung, in die ich versetzt wurde, war ein Kinderspiel im Vergleich zu dem anderen. Es war Qualitätskontrolle von Schuhen. Es war eine ganz andere Arbeitsatmosphäre. Es war alles gut. Auch die Bezahlung war besser. Und ich dachte, als hätte mir jemand zugehört. Als hätte jemand meine Sorgen gehört. Aber nein, das ist vielleicht ein Zufall. Das ist der Mensch. Aber ich konnte nicht mehr anders. Ich habe dann diese Gespräche weitergeführt. Und dann geschah etwas. Gott war mir so nahe. Er ist so auf mich eingegangen. Und er hat mir so geantwortet auf meine Fragen, dass ich genau mich an den Augenblick erinnere, ein paar Wochen später, als ich nicht mehr weiter konnte und am Straßenrand anhielt, mich hinsetzte im Gras und geweint habe, weil ich wusste, es gibt wirklich jemanden, der zuhört. Er ist da.
Und ich bin einer von Milliarden von Menschen und der kennt mich, diesen Jungen mit seinem klapprigen Fahrrad und mit seinem verrückten Leben, mit seinen Fragen und Zweifeln, mit seiner Heuchelei. Mhm. Und dann fing ich an, die Bibel tatsächlich zu lesen. Anfangs dadurch motiviert, dass ich gedacht habe, ich muss schauen, ob ich meine Eltern widerlegen kann. Mhm. Weil ich nach meinem Denken es sehr unwahrscheinlich war, dass der Glaube, den meine Eltern pflegen, ausgerechnet die richtige biblische Variante wäre. Das ist aber, denke ich, auch eine Sache, wo man vielleicht auch kennt, wenn man christlich auferzogen wurde, dass man selber auch mal so sich überlegt, okay, es gibt diesen Gott, aber ist ausgerechnet dieser Glaube, den die Eltern einem dann vorleben, ist das tatsächlich der Richtige, der einzig Richtige? Genau. Und dann fängt man an, selber noch Nachforschungen zu machen. Ja. Ja, und das war deshalb sehr ausgeprägt, weil ja vorher ich eine sehr gründliche religiöse Erziehung erlebt habe, mhm, und eigentlich für mein Alter doch ein umfangreiches Bibelwissen hatte. Aber ich war von diesem Gedanken geprägt, vielleicht ist das alles nur eine bestimmte Brille, durch die ich die Bibel lese. Mhm. Und das Großartige war, als ich dann anfing beim ersten Buch Mose und ich las weiter, als ich die Prophetie für mich entdeckt habe und festgestellt habe, es gibt wirklich einen Gott, der die Zukunft kennt. Mhm. Es gibt jemanden, der genau voraussagen kann, was geschieht, der über Weltreiche gesprochen hat, hunderte Jahre oder tausend Jahre, bevor es sie gab. Mhm. Und plötzlich wusste ich, auch die Geschichte, die noch offen ist, die wird sich genauso erfüllen. Mhm. Und das war überwältigend. Aber dann kam eine sehr schwere Phase für mich, nämlich der Geist Gottes arbeitete an mir. Und er sagte mir, ich muss meine Fehler bekennen. Ich muss meinen Eltern bekennen, dass ich sie öfter angelogen habe, dass ich ein Heuchler war. Ich muss anderen Leuten gegenüber auch manches in Ordnung bringen. So zum Beispiel, ich war in der Gemeinde in einem Chor, habe mitgesungen und in der Zeit war auch Mode, dass junge Leute hauptsächlich lange Haare hatten, ich auch. Er wiederum war ein Extrembeispiel, weil er der Meinung war, Haare wären Schmuck und deshalb muss er eine Nullfrisur haben. Oh. Und er hat immer sich glatt rasiert am Kopf und der war sehr streng. Und ich habe so als Teenager immer Stimmung gegen ihn gemacht aus der letzten Reihe. Und insofern waren wir keine Freunde. Mhm. Ja, und dann habe ich an einem Tag ihm gebeichtet. Mhm. Und er traute seinen Ohren nicht, er wusste ja von mir, aber er war so verdattert. Und ich habe erwartet, dass er mir auch was sagt. Er hat irgendwie nicht den Mut gehabt, aber ab diesem Zeitpunkt haben wir uns gegenseitig respektiert. Und ich habe meinen Eltern schließlich bekannt, was falsch war. Mhm. Und statt Vorwürfe habe ich erlebt, wie ich in ihren Armen landete. Und das war für mich ein Bild dafür, wie mich Gott auch empfangen hat. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Ja. Das ist auf jeden Fall eine richtig besondere Geschichte, mit einigen Umwegen. Aber gerade das macht ja solche Geschichten auch sehr besonders. Du hast uns davon erzählt, wie du auf die Suche nach Gott gegangen bist. Was würdest du Menschen raten, die vielleicht genau die gleichen Fragen haben, die du damals hattest? Welche Schritte kann man gehen, um Gott wirklich zu finden? Weil es steht ja auch geschrieben, dass wer Gott sucht, der wird ihn finden. Deswegen, hast du irgendwelche praktischen Tipps, die du an unsere Zuschauer weitergeben kannst? Nachdem ich Gott so persönlich erfahren habe, hatte ich so eine tiefe Sehnsucht, anderen zu helfen, diese Erfahrung auch zu machen. Mhm. Aber ich habe entdeckt, eigentlich hat Gott mich gesucht. Mhm. Ich habe ihn zwar dann auch gesucht, aber er hat es mir ans Herz gelegt, dass ich ihn in meinem Falle auf diese Weise suche. Was ich raten kann: jeder, der aufrichtig sich an Gott wendet, jeder, der ganz schlicht wie ein Kind betet und sein Herz öffnet, wird es nicht vergeblich tun. Er wird Gott erfahren. Amen.
Ja, vielen, vielen Dank, Erhard, dass du heute bei uns warst. Also ich muss wirklich sagen, dir kann man so gut zuhören. Das ist, ich glaube, euch geht es ja genauso. deswegen richtig, richtig schön, deine Geschichte zu hören, wie du Gott erlebt hast. Ich hoffe, euch hat das Video genauso gut gefallen. Lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Und damit ihr keine weiteren Videos mehr von uns, von Gott erlebt und Bibelkompass mehr verpasst, könnt ihr uns ganz einfach abonnieren und dann noch die Glocke aktivieren. So verpasst ihr eben keine Videos mehr. Ja, wir freuen uns dann, wenn ihr wieder das nächste Mal dabei seid, hier bei Gott erlebt. Ciao. Macht's gut.